So, liebe Narren und Narranesen, natürlich wird auch bei einem zünftigen Scheunenfest hier im tollen Dorfkrug eins nicht fehlen. Und das ist, na, was ist es wohl? Ha? Die Mecklenburg-Hymne. Also hoch von den Plätzen. Ehre, wem Ehre gebührend. Den Text werdet ihr inzwischen, denke ich, alle können. Sonst summt ihr es kräftig mit. Herr Kapellmeister, auf geht's. Wo die grünen Wiesen leuchten weit und breit, wo die Ehrenbogen zu der Ernte zeigen, wo die Kiefernwälder stehen am Ostseestrand, da ist meine Heimat Mecklenburgerland. Da ist meine Heimat Mecklenburgerland, wo das Bauernhaus auf weiten Felde schönes Mecklenburg. Unser donnernder Schlachtruf, die Seemacht, look, look, look. Ja, liebe Narren und Narranesen, unser Programm hat ja sozusagen gerade erst begonnen, aber an dieser Stelle müssen wir es ganz einfach für einen kurzen Moment unterbrechen. Denn was soll ich euch sagen? Wir wollen Danke sagen. Danke an vor allen Dingen Sponsoren, die dafür sorgen, dass wir auch in der 27. Saison hier weiter unbeschwert unseren Karneval mit bei KGW feiern können. Also, liebe Narren und Narranesen, ich weiß, ihr habt dafür Verständnis. Unser Präsident und unser Miss Karneval, sie werden jetzt ihres Amtes walten. Wir wollen eine kleine Erinnerungsurkunde als Dankeschön den Sponsoren überreichen. Ich werde sie jetzt aufrufen. Ich bitte, wie gesagt, um eure Aufmerksamkeit, Herr Kapellmeister, ganz dezent, damit ich zu verstehen bin, einen Klatschmarsch, damit die Jungs und Mädels, jetzt hat mir doch einer hier die Sponsorenliste zugeklappt. Iris, warst du das? Nein, sie wäscht ihre Hände in Unschuld, da habe ich sie. Also, auf geht's und alle, die heute hier sind als Sponsor, die bitte ich dann auch nach vorne.
damit Sie die Ehrenurkunde in Empfang nehmen können. Auf geht es. Schön leise, jawohl. Und als erstes, und da sage ich noch einen Hintergrund, das ist natürlich die Firma KGW. Der Firma KGW sagen wir ein besonders herzliches Dankeschön, weil sie uns eben die ganzen 27 Jahre hier schon so toll unterstützt. Sonst wäre es, wie gesagt, gar nicht möglich, dass wir hier feiern können. Ja, ich hoffe, dass auch ein Vertreter des KGW nach vorne findet. So, dann nenne ich jetzt in der Reihenfolge, völlig ungeordnet natürlich, den Reparaturbetrieb für Dexmaschine, die Memotec Schwerin GmbH, die Schwerin Plus Touristic Service GmbH, die Firma Lüppold Hydraulik und Wälzlager, die Firma Göll Gerüstbau hat sich als Sponsor eingetragen, ebenfalls wie die Malerfirma Jörg Pieper, die Seemann Tiefbau GmbH gehört dazu, genauso wie das Sanitätshaus Stolle,